Hallo, hier ist Gondolaccia. Mal ein kleines Vorwort. Ich habe sehr viel Zombie gespielt. Es hat immer noch Gameplays zum Raufladen. Und darum habe ich mir gedacht, mal ein nettes Gameplay ohne Zombie wäre kein Blödsinn. Daher dieses Gameplay. Und dies war mein Bestes bis anhin, ohne Perks und ohne Aufsätze zu spielen. Warum das? Ihr könnt ja dreimal raten, aber ich bin mir sicher, ihr wisst warum. Also was ich hier rocke, ist die MSMC, zwei Standgranate, Splittergranate und natürlich die Stinger oder wie sie hier heißt, glaube ich, FHJ oder so etwas, damit ich die Drohne runterholen kann im Speziellen. Weil, wenn man natürlich so nackt herumspringt wie ich in diesem Gameplay, ist man Freiwild für die anderen. Hier bin ich auch ganz brutal mutig, ohne etwas dorthin zu knien, aber das konnte ich sehr gut, wenn meine zufälligen Teammates richtig gehend super spielten. Auf jeden Fall, die Stinger solltet ihr immer dabei haben, wenn ihr diese Herausforderung machen wollt. Nun, diese Herausforderung betrifft natürlich, die Waffen auf Gold zu stellen. Ob ich dann effektiv alle Waffen SMG, also von der Waffengattung, auf Gold stelle, das sei mal dahingestellt, weil mit der Shikom oder Shirokom oder wie man der sagt, nicht allzu gut zurechtkomme, weil sie eine Burstwaffe ist. Da kommen vier Kugeln raus. Bei der Vector, die werde ich dann irgendwann mal anpacken. Vielleicht komme ich jetzt ein bisschen besser mit ihr zurecht. Mal ausprobieren. Was muss man da machen, um die Waffe Gold zu stellen? Mal Gold, ich rede da noch nicht über Diamant, weil da bin ich noch weit davon entfernt. Was ich Gold habe bis jetzt, ist die MP7, die PDW. Ja, das war jetzt alles, ja. Ja gut, sie ist jetzt auch auf Gold, die MSMC. Die Evo, da bin ich erst noch bei der ersten Herausforderungen. Also bis die mal anfangen, da müsst ihr zuerst mal zwei Prestige machen mit der Waffe. Ich finde das noch gut, weil man bekommt immer Punkte, um zu leveln. Gut, wenn ihr natürlich dann die Waffe zweimal prestiget habt, und dann fertig seid, auf Maximum gespielt haben mit 2 Sternen, dann fängt es an mit den Medaillen. Und das nach der Reihenfolge, nicht wahr? Ich versuchte auch mal ohne Aufsätze ganz am Anfang zu spielen und dann das andere zu machen, es gilt nicht. Also als ich das gemacht hatte, ging es einfach nicht. Es zählte nicht zusammen. Auch wenn man da blutrünstig hat und Doppelabschuss, das ging einfach nicht so. Vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht oder ist ein Missinformation. Ihr könnt gerne mich korrigieren in Anmerkungen. Auf jeden Fall, was ich merkte, ist einfach das. Man muss nach den 2 Prestige mit den Waffen anfangen mit 100 Volltreffer. Also zu extrem konzentrieren auf solche Sachen würde ich nicht unbedingt, weil diese Volltreffer, die kommen mit dem Spiel. Dann kommen 30 Vergeltungsmedaillen. Also Vergeltung ist ja Rache, oder? Er killt mich, ich kill ihn und das 30 Mal. Nicht in einem Spiel. Dann kommen die 150 Abschüsse. Einmal ohne Aufsätze für die Waffen. Und einmal ohne Extras. Aber die Schlauen machen diese beiden zusammen. Also das kann man, die 150 Abschüsse ohne Aufsätze und ohne Extras zu machen. Wie ihr seht hier keine Extras bei mir.
Und wenn ihr das hinter euch habt, dann kommen 20 Doppelabschüsse, also zwei Killen hintereinander relativ schnell. Und das relativ schwierige 10 blutrünstige Medaillen. Das bedeutet, ihr dürft in einem Spiel nicht sterben, wenn ihr noch nicht 5 Abschüsse habt. Also ihr müsst 5 Abschüsse machen, ohne zu sterben. Und da bekommt ihr eine blutrünstige Medaille. Wenn ihr dann 10 habt, dann ist Gold freigeschaltet. Und da kommen wir zu den SMG mal. Also die Maschinenpistolen. Wenn ihr alle auf Gold habt, dann bekommt ihr die Diamant-Camo. Also die Diamantfarbe, oder wie man immer die sagt. Ob ich die machen werde, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, momentan bin ich mit dem Scharfschützengewehr noch etwas dran, weil vor allem bei Carrier und Turbine snipe ich auch noch gerne. Da versuche ich mal das Dualband zu erreichen. Es ist nicht mehr allzu weit, aber ich kann euch sagen, eins ist sicher. Ich werde die DSR-50 nicht auf Gold stellen. Zu den Sturmgewehren. Die SWAT-556, die ist eine Burstwaffe, die lässt 3 Kugeln mal abblitzen. Doch dort ist eine Sache für mich ziemlich schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr das gleiche Problem habt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nicht treffe oder derjenige nicht tot umfällt und ich wieder drücke, kommt die 3 Kugeln verzögert raus. Also das heißt, ich muss etwas warten, bis ich wieder drücken kann, bis endlich die Kugeln wieder rausfliegen. Habt ihr das auch bemerkt? Ich würde mich freuen, wenn ihr das postet würdet. Also es geht um die SWAT 556. Dann, welche habe ich noch versucht? Die FAL, die, ich glaube OSW heißt die. Also mit der kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich habe versucht und versucht, aber die ist noch schlimmer als die SWAT für mich. Die nur eine Kugel um eine Kugel, wenn man nicht so gut im Treffen ist, so wie ich, hat man nichts verloren mit der. Dann die letzte, nein, die zweitletzte, die M8 und etwas, das ist auch eine Burstwaffe, aber die lässt 4 Kugeln los und die ist etwas einfacher für mich umzugehen, weil die nicht nur 3 rauslässt, sondern 4 und keine Verzögerung hat. Wie die SWAT 556. Da kann ich schön drücken und nochmals drücken, da kommt schön immer wieder die 4 Kugeln raus. Also da bin ich auch einiges weiter gekommen, aber ich denke nicht, dass ich die auch prestige. Weil für mich solche Burstwaffen sind ziemlich schwer zu handhaben. Außer die Pistole. Die Pistole, die B23R, ich weiß auch nicht warum, die liegt mir einfach ziemlich gut von den Pistolen her. Und die Kap 40, da die Akimbo, ja, will jetzt nicht sagen die Idioten, weil sie mich aufregen, aber einfach das, die Akimbo-Fritzen, die gehen mit der, und mit der habe ich effektiv Mühe. Ich kann mit der B23R viel besser umgehen. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann mit dem Sturmgewehr die 3 Burstwaffe oder 4 Burstwaffe schlechter umgehen als mit der Pistole. Da fragt sich einer noch was, oder? Also ich weiß auch nicht warum. Ja, schreibt in den Anmerkungen rein, welche Erfahrung ihr gemacht habt mit den Burstwaffen. Ob ihr Probleme habt, welche Waffe euer Favorit ist und so weiter. Hier Gondalaccia zu oberst ohne Perk
ohne Attachment. Ich wünsche euch einen schönen und tschüss.